Das Kanzleramt von innen sehen. Eine seltene Gelegenheit, die sich für viele Deutsche nur einmal im Jahr bietet, beim Tag der offenen Tür. Manche Gäste werden dabei sogar von der Herrin des Hauses höchstpersönlich begrüßt, Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Bundesregierung hatte die Bürger unter dem Motto Hallo Politik zum 20. Tag der offenen Tür eingeladen. Am ganzen Wochenende können Interessierte das Bundeskanzleramt und die verschiedenen Ministerien besuchen. Laut Bundesregierung nutzten mehr als 130.000 Besucher das Angebot, um sich ihr eigenes Bild von der Regierungsarbeit zu machen. Ein Wochenende, an dem die Politik also ausnahmsweise im Hintergrund steht. Vielleicht auch für die Kanzlerin eine willkommene Abwechslung.